Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr überholte ein 65-jähriger Mann mit seinem VW Passat einen LKW in der Wasserwerkstraße. Beim Überholvorgang kollidierte der Mann mit einem aus Richtung Viernheim kommenden VW Tiguan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passatfahrer über den Gehweg auf die angrenzende Friedhofsmauer und gegen einen Strommast geschleudert. Sowohl der Passatfahrer als auch der 46-Jährige im VW Tiguan wurden durch den Rettungsdienst verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beträgt 42.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.